Es ist schon traurig, dass der Heinz das nicht mehr erleben darf. Er hat sich wahnsinnig gefreut, Mary kennenzulernen. Wolltest du sie nicht einmal froh, dass vielleicht doch lieber wieder... Mami, sie ist in Kanada aufgewachsen. Uns gefällt es dort einfach besser. Das kann sie doch gar nicht wissen, wenn sie noch nie da war. Nein, danke. Ich habe extra mehr gemacht. Wenn noch nicht vielleicht doch hier heiraten. Ich habe mich doch schon so gefreut, als uns Lukas die Lotta vorgestellt hat. Aber es hätte nicht dürfen sein. Auf einmal wollten sie nicht mehr. Wer ist denn die Lotta? Von der hast du noch nie erzählt. Das Lotta, die Verlobte von Lukas. Also eine Zeit lang. Was? Der Lucky ist verlobt? Ja, so gut wie. Sie wollten einmal heiraten. Mami, der Lucky war schwul. Viele Männer sind trotzdem geheiratet. Lukas hat so gerne Kinder gehabt. Das hat doch nichts miteinander zu tun. Was ist denn passiert mit der Lotta? So genau weiss ich das auch nicht. Sie haben sich halt getrennt und dann hat Lukas den Rückfall gehabt. Was? Er hat den Rückfall gehabt, weil sich die Lotta von ihm getrennt hat? Sie hat bei Lukas gewohnt. Eine Band haben sie auch zusammen gehabt. In der Calvadosbach haben sie geprobt. Sogar im Fernsehen ist es gekommen, Lotta. In der Eurovision. Ich müsste sehen, wo wohnt denn die? Oh, du musst Thomas fragen, der hat sie erkannt. Was willst du von ihr? Muss nicht mehr. Wo ist jetzt der verdammte Walkman? Scheiße, in 20 Minuten geht mein Zug. Was Stress ist es so? Mami, ich gehe mit der S. Jesus, ja, du musst ja heute einrücken. Oh, Thomas, hast du die Socken eingepackt? Jetzt kommt ein bisschen spät, Mami. Ich muss wirklich wechseln. Ja, warte. Thomas, warte. Ja, Leute. Ah, Frau Schläpfer. Ja, natürlich. Einen Augenblick, bitte, ja? Ich muss jetzt wirklich, Mami. Ich bin am Wochenende wieder da. Pass auf dich auf, gell? Und wenn du irgendetwas brauchst, Leute, schau. Ja, Frau Schläpfer, Entschuldigung, mein Sohn rückt gerade ins Militär. Heute Abend. Oh nein, das ist nicht so günstig, ich kann schlecht weg. Aha! Ihr seid in der Gegend? Hi. Hey, Daniel. Noch nicht zurück in Kanada? Nein, noch nicht ganz. Du, ist die Lotta rum? Die Lotta? Wo? Weiss nicht mal, ob du in Zürich im Fall. Ja, hoi Julia, was machst denn du da? Daniel, hoi. Ich arbeite da. Du sagst Lotta, Oma. Die ist doch in Deutschland. Ja, stimmt. Kann ich einen Kaffee haben, bitte? Ja, klar. Ich muss noch reservieren. Ich mach das schon. Merci. Wieso suchst du Lotta? Ich wollte über den Lucky reden. Er hat doch den Rückfall gehabt. Und offenbar hat er kurz vorher ein ziemliches Beziehungsbuff mit dieser Lotta gehabt. Beziehungsbuff? Und sie sind wahrscheinlich verlobt und wollten heiraten. Der Lucky und Lotta? Nein. Also, die haben einfach zusammen gewohnt bei uns in der WG. Sie waren einfach total gute Freunde. Ehrlich? Aber was erzählt meine Mutter von einem Seich? Der Lucky hat sich überhaupt nicht getraut, zu sagen, dass sie nur eine gute Freundin war. Aber also, es könnte doch sein, dass der Lucky etwas mit dieser Lotta hatte und verliebt war. Also, vielleicht hat sie auch etwas mit dem zu tun. Nein. Der Lucky hat 100% nichts mit der Lotta gehabt. Das weiß ich ganz sicher. Und wieso weißt du das so sicher? Ich war mal ein bisschen in den Lucky verliebt. Aber das hat eben dann nicht geklappt, weil er überhaupt nicht auf Frauen steht. Ja, aber das ist sicher noch hart. Ja, schon. Wegen dem war ich auch so nervös, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Weißt du, das hat mich total beschäftigt, was du das letzte Mal gesagt hast. Wartest du auf etwas? Also, nein, sorry. Ich habe noch gemeint, sagt der Maurizio. Also, mein Mann. Wow, du bist so verheiratet. Klar, er ist Sizilianer. Dann hat er sicher keine Freude, wenn du dich mit anderen Männern in Paar rumtreibst. Nein, ich darf doch reden, mit wem ich will. Und also, auf den Lack war er auch nie eifersüchtig. Obwohl ich mal wahnsinnig in verliebt war. Eben, dann hast du den Lack sicher gut gekannt. Er war sehr ein warmherziger Mensch. Ich habe vorher noch nie jemanden gekannt, den ich mich so näher gefühlt habe. Wenn er Drogen genommen hat? Er hat einen Entzug gemacht. Sein ersten, ich habe gemeint, er hat wegen mir gemacht. Aber
Er war einfach sensibel. Ja. Er hat schon immer rumgegrübelt. Ich glaube, er war sehr ein tiefer Mensch. Wie du? Wie Mensch. Das spürt man einfach. Schade, dass er schwul war. Die hat mega gut zusammengebracht. So wie beide Turteltauben. Wollt ihr noch etwas trinken? Das ist schon noch speziell, so jung hier oben. Wenn man weiss, dass es der Richtige ist, nicht. Und wie weiss man das? Das spürt man einfach. Kennst du das nicht? Das ist wie verliebt sein, nur viel stärker. Doch, schon. Also ich finde auch, wenn man heiratet, dann muss das Gefühl einfach da sein. Du willst auch mal heiraten? Ja, nicht gerade jetzt, aber kann gut sein. Dann bist du also nicht, ich meine, wie der Lucky. Schwul? Nein, absolut nicht. Sorry, doof. Ich habe gemeint, weil ihr Zwilling sind, dann... Ja, ist schon okay. Aber ans Heiraten denke ich trotzdem noch nicht. Obwohl, die Mary würde, glaube ich, noch gerne. Mary? Meine Freundin in Kanada. Kennen wir schon seit 4 Jahren. Ja, dann bleibt ihr in Kanada. Und Mary wird nie in die Schweiz kommen. Wenn du in Kanada aufgewachsen bist, ist einfach alles viel zu klein. Aber meine Mutter stimmt natürlich, dass wir hier ankommen und hier heiraten und bleiben. Ja, das ist normal. Ja, aber eher ein Grund, dass wir in Kanada bleiben. Was müsste es für einen Grund geben, dass du in die Schweiz zurückkommst? Ah, du bist ja. Ich bin ein bisschen wärmer, gell? Mami, wir haben erst noch eine Stunde abgemacht. Ach, Julia. Grüezi. Grüezi. Wir haben uns auch schon getroffen, gell? Ja, ja. Haben wir einen glatten Oben gehabt? Ich muss jetzt wieder arbeiten. Adieu und ja, ciao Daniel. Ciao Julia. Ah, Herr Lüthi. Grüezi. Ah, das tut mir leid. Im Moment ist Ihre Frau gar nicht da. Ah ja. Ja, ja, weil meine Tochter in meiner Wohnung besucht. Also eigentlich habe ich die Anweisung, niemanden reinzulassen. So, so haben Sie, ja, eigentlich. Wissen Sie, ich bin extra aus St. Cloud hergekommen. Ich muss jetzt unbedingt mein Kind sehen. Na, dann kommen Sie rein. Ja, Marilyn. Ja, hoi. Hoi, mein kleines Grümsel. Yes, jetzt bist du gewachsen. Yeah. Und der Schöne ist sie, hä? Geben Sie nur, ich mache das. Ich mache das. Können wir schnell rüber? Kommst du mit meinem Papi? Schnell. Ich will etwas säufeln. Ja. Und ein lustiges Mützli hast. Ja. Hallo zusammen. Hi Thomas. Papi? Wohnst du jetzt wieder da? Mit deinem Senko alles den Bach abgeht? Ja, sicher nicht. Nein, ich komme meine Tochter besuchen. Ja, die hat die Uhr vermisst. Gell, du? Okay, okay. Und der Appetit hat sie, hä? Und du? Siehst gut aus? Das ist schon gut, ja. Nach dem Essen bringe ich sie dann schnell ins Bett, ja? Nein, es ist einfach ein freier Samstag mehr und wir kommen schon Schlag damit, oder? Thomas? Ja. Gell, du? Sicher. Thomas? Ich muss sagen, ich bin stolz auf dich. Denn ich hätte das wirklich nicht von dir erwartet. Was? Ja, deine positive Einstellung zum Militär. Ich meine, du bist doch immer der Revoluzer gewesen. Was soll's? Natürlich, also ich meine, das Militär, das ist nicht alles. Aber etwas muss ich sagen, das habe ich doch gelernt. Und das ist Kameradschaft. Ja. Ja, das habe ich auch schon mal noch gehört, Papi. Ich kann mich erinnern, unser erster Nachtmarsch. Genau, das war für Spiez, irgendwo auf die Grimmi Alp rauf. Und geschifft hat es den ganzen Tag, weißt du. Und irgendwann kam der Punkt, da kannst du einfach nicht mehr. Und dann kam der Aldo gekommen. Und hat mich in den Arm genommen. Einfach so. Und das hat geholfen, weißt du. Das vergiss ich nicht. Wenn ein Mann dich einfach umarmt. Ja. Das habe ich beim Militär gelernt. Ja, das wäre mir ja sonst nie in den Sinn gekommen. Aber weißt du, du bist reifer geworden seit dieser Geschichte. Seit Lucky tot ist, meinst du? Ja. Jo, komm, gib mir sie mal. Jo, Sili. Jo, hör ich auf. Oh, die Trauben ab. Also, wenn du das Ganze mal hinter dir hast, weißt du, dann müssen wir mal über die Zukunft reden. Jo, nein. Willst du nicht denken? Da kommst du.
Da gibt es nicht viel zu reden. Ja, ja. Mama, Thomas, du bist in einer anderen Phase jetzt. Du musst dein Leben selber gestalten. Du bist kein Teenager mehr. Ja, nein, es ist nichts zwischen... Oje, ich glaube, jetzt ist irgendetwas passiert. Ja, ich bin da mal die Windeln checken. Weißt du, Papi, Marlene ist noch kein Teenager. Ja, das stimmt, ja. Du, ich glaube, jetzt müssen wir reagieren. Ja. Nimm sie mal her. Ja. Weißt du... Ja, weißt du, wo die Winde sind? Okay, ohne. Das gibt's doch nicht. Nicht so schlimm. Ein Kindermädchen und keine Windeln. Lass ich komme gerade bei dir. Geh schnell holen. Mhm. Geht's mit dem Militär? Ja, ja. Das ist okay. Du kannst dir die dreckige Wäsche einfach in den Korb gehen. Ich mache den Monat Wäsche. Aha. Du, jetzt habe ich gerade ein Wahnsinns-Jobangebot bekommen. Na ja. Machst du das doch auf Karriere? Tu doch nicht so. Es wäre wirklich eine Chance. Eine internationale Hotelkette. Aber ich mache es ja gleich nicht. Wieso nicht? Das hast du immer wählen. Ja, aber weißt du, wenn Marilena so klein ist. Für was hast du ein Kindermädchen? Ja, hallo, ich bin wieder da. Sag mal, das glaubst du gar nicht, wo ich jetzt überall durchgesäckelt bin. Du bist der Giegelmeier, wir sogar hier. Also, Martin, sag mal, was machst du da? Käveli, du bist da. Du willst noch Wind holen. Und du, Spezialnucki, ein Goldiger mit Vanillegeschmack. Ja, aber wir haben doch abgemacht, dass... Und Windeln, jetzt genug im Bad. Entschuldigung, aber ich habe einfach das Bedürfnis, meine Tochter zu sehen. Ganz spontan. Verstehst du? Okay? Jetzt können wir zusammen neue Karrierepläne besprechen. Schauen, wer mehr Stutz verdient. Was für eine Karriere? Ich habe ein Angebot bekommen. Katrin? Was? Ist nichts. Ja, komm, erzähl. Es ist einfach ein Angebot, aber eigentlich dürfte ich gar nicht darüber reden. Also, alles klar. Wie heißt er? Was redest du da? Ja, komm, sag, wie heißt er? Martin, es geht um einen Job, nicht um eine Beziehung. Du musst doch nicht vormachen. Wie heißt er? Oh, Martin, jetzt längt's. Deine blöden Windeln kannst du wieder mitnehmen. Die sind viel zu gross für die Marilene. Sorry, Kathleen. Sorry. Es ist einfach alles zu viel für mich. Ich hocke hier in diesem Senkel rum. Jean-Jacques hackt immer auf mir rum. Im Büro sitzt Lisbeth. Ich habe meine Tochter nie gesehen. Martin. Kathleen vermisst dich so. Bitte, komm wieder zurück. Das geht nicht. Ich halte es einfach nicht mehr aus. In dem Senkel, verstehst du? Ich gehe zu Grund. Martin, wir haben uns getrennt. Und jetzt muss jeder mit dieser Situation fertig werden. Ah, ja, du kannst gut reden. Für dich hat sich ja nichts geändert. Verstehst du? Du hast deine Welt, du hast deinen Job, du hast Zürich, du hast Marilene. Aber ich bitte, versetz dich mal in meine Situation. Martin, ich glaube, es wäre besser, wenn du jetzt gehen würdest. Okay? Gut. Marilene, mein Grümseli. Der Papi muss gehen. Er ist traurig. Er ist sehr traurig. Aber hör auf mit dem Theater! Das sind Gefühle! Vom Vater zu seiner Tochter. Gell, also gut. Nimm sie eine Woche zu dir. Dann könnt ihr einander besser kennenlernen.